Einerseits muss man es bekannt machen, wie dass man einen Podcast überhaupt kann holen und dass es Podcasts gibt. Und das Interesse an den Themen ist gross, weil es ist viel vertiefender als am Radio. Es geht länger, es ist ein Thema, wo ich mich bewusst dafür entscheiden kann. Das Podcast ist eine ganz eigene Erzählform. Da sind wir auch in Deutschland noch nicht so weit, wie wir in Amerika sind. Aber es ist meiner Ansicht nach immer noch eine kleine Nische. Eine tolle Nische, ganz tolle Erzählform, neue Möglichkeiten. Man muss auch ganz fest die junge Bevölkerung abholen, weil die sind interessiert an diesen Informationen. Und dort müssen wir halt über andere Wege gehen. Natürlich Social Media bietet sich natürlich sehr an. Bei uns sind es die jungen Leute gewesen, die die neuen Geschichten erzählt haben. Die haben wir auf die Art und Weise an uns gebunden. Die haben dann erzählt, das Beispiel war ein Mann für Mama. Also eine junge Journalistin hat einen neuen Papa gesucht für ihre Mutter. Tolle Geschichte. Und da ging es dann eben auch um ganz normale Mutter-Tochter-Gespräche. Das sind Erzählformen, die wir auch im Radio hätten machen können, aber wir haben sie nicht gemacht vor 20 Jahren. Jetzt machen wir sie. Aber wir profitieren davon, dass es Podcast-Boom gibt und dass die jungen Leute Lust haben, Radiogeschichten zu erzählen. Und wenn sie mit uns gemeinsam erzählen, umso besser. Also wenn jemand ein Mikrofon und ein Smartphone hat, dann kann er im Keller runter oder in seinem Zimmer. Oder ich kenne sogar jemanden, der in seinem Kasten einen Podcast produziert. Selber Podcast ist, wenn man passioniert ein Thema hat, wo man möchte darüber schwätzen und das Gefühl hat, da draußen hat es eine Community, da draußen hat es ein paar Leute, die mich gerne hören würden. Und dann kann man das aufnehmen und eigentlich on demand stellen.